Was ist eurer Meinung nach das größte Problem am deutschen Schulsystem? Dass immer mehr Eltern glauben, die Schule sei ein Kindererziehungsdienstleister und dass eigene Bemühungen nach Schulschluss nicht nötig seien. Ich bin ein sehr praktischer Mensch, ich muss Dinge machen, um sie zu verstehen. Schule ist aber zu 90 Theorie und das ist für mich eine der schwächen Fächer wie Werken. Sport und Hauswirtschaft haben mir mehr gelegen, da ich dort Dinge aktiv machen konnte. Föderalismus. Danach ungleichmäßige Bezahlung bei unterschiedlichen Schularten.